Concha, Concha, liebe Freunde. Willkommen zu einem weiteren Free Indie Horror Game Game. Und zwar nennt es sich The Rake. Schon mal was davon gehört? Ne, ich auch nicht. Und deswegen dachte ich mir mal, bevor wir mal schauen, was The Rake überhaupt ist, informieren wir uns mal ein bisschen. Ich bin hier auf der aktuellen Seite, auf der ihr euch das natürlich for free runterladen könnt. Und lesen wir einfach mal hier. Welcome to The Rake. The Rake is a new indie horror game based on a creepypasta. Fliege. In this video game, you will impersonate a man in search of the rake. Infos for show everyone that he is not crazy. Englisch Note 1 auf jeden Fall. In Hostel, you have to find an old book and back to the entrance. Lassen wir mal so stehen. Also wie ihr seht, es ist so, glaube ich, so ähnlich wie Slender. Das heißt, also so ähnlich wie Slendermansshadow.com, denke ich mal. Also das heißt, zu The Rake gibt es ein Basis-Game, so ähnlich wie bei Slendermans Shadow. Und ich denke mal, so ist es hier auch, dass die Leute sich als The Rake genommen haben und dazu eben jetzt eigene Maps rausbringen, denke ich mal. Und wenn wir mal zurückgehen, mittlerweile, wir sehen es, haben sie zwei Maps rausgebracht. Das erste ist anscheinend Back to Asylum. The first Rake Map, wie wir hier sehen. Und die zweite, ich mach diesen Screenshot schon nicht, ist Hostel. Available am 14.11. Ist also auch schon draußen seit einem Monat. Aber wir kümmern uns natürlich ums erste Game. Und das ist hier Back to Asylum. Und dann wollen wir mal schauen, was das Game zu bieten hat, ne? A man returns to the asylum where he was locked up 10 years ago to search the cell phone of a friend killed by the Rake, a mysterious creature. The cell phone contains some infos and photos of the Rake. Mark Air. Okay. Ist auf jeden Fall mal was Neues, denn wie gesagt, bei Slender Maps weiß man ja mittlerweile schon, was einen chased, aber bei diesem Game, The Rake, keine Ahnung, was The Rake sein soll. Ist es das Monster? Keine Ahnung. Okay, wir müssen die linke Maustaste gedrückt halten, damit wir hier eine geistige Leuchte sind. Was mir ja eigentlich immer vergönnt bleibt. So, was muss man jetzt eigentlich machen? Ich weiß es nicht. Hat irgendeiner aufgepasst? Achso. Shit. Irgendein Dings müssen wir auf jeden Fall finden. Ein Cellphone. Und wie ihr das ja gerade schon seht, wahrscheinlich mit dem FPS-Creator gemacht, denn Slenderman's Shadow, die Map Prison, da sah ja die Taschenlampe ganz genauso aus. Kann man da rein? Ne. Hm. Oh, shit! Rein da. Verdammt. Ja, die Frage ist, ob uns das Vieh eigentlich jetzt schon chased. Und was das überhaupt für ein Vieh ist. Kann man das ducken? Nee. Sachen aufheben geht, denke ich mal, mit E. Ich glaube, diese Blutspuren sind kein guter Indikator. Ich glaube, da kommt wieder ein Jumpscare, oder? Ja, vielleicht auch nicht. Oh Mann, Rapefest 2012. Wir sind mittlerweile live dabei. Kann man eigentlich immer ganz lang sprinten? Oh, shit! Son of a bitch! Ich versuch's eigentlich, sprint einfach mal durch, mal gucken. Ah, fuck! Holy shit! Pff. Fuck it, ey! Bollocks! Alles! Weil ich jetzt gesprintet hab oder ist das getriggert?
Der Jumpscare. Sieht aber auch alles so gleich aus. Ne? Aber Balls! Balls! Holy fuck! Holy shit on a shit sandwich! Damn it! Ich lasse auch immer aus reiner Panik immer die Flashlight. Also manchmal geht's halt so, aber ich denke, das ist vielleicht auch gut. Ich habe dieses Vieh jetzt noch nicht richtig zu... Also, ich will's auch gar nicht richtig sehen, davon mal abgesehen, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Und wenn diese immer so random sind, ist das so... Also richtig. Aber ich meine, wir haben... Wir können unbegrenzt lange sprinten, also ich kann mich täuschen. Now I have the infos. Holy balls. It's time to escape. I must escape from this haunted asylum. Ja. Hä? Nimm das. Wie nehmen wir das auf? Ich geh mal alles durch. Hier geht nix. Ich kann's nicht aufnehmen, ganz ehrlich. Moment. Haben wir Options? An alles gedacht. Nur an die Options nicht. Ich save mal. So. Achso. Moment, kleinen Moment. So. Ich habe mal nachgeschaut. Da oben stehen auch die Controls. Man kann Sachen nicht aufnehmen. Das heißt, drüber rennen oder so. Aber oder das ist noch nicht das Ding. Das kann auch sein. Das ist das Einzige, was ich mir jetzt erklären könnte. Also... Damit bin ich nicht zufrieden. Nur für die Rekordbücher, dass das klar ist, ja. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es in einer von diesen Sackgässen vielleicht ist. Und dass ich in Horror-Games irgendwas finde, was von Nutzen ist, ist sowieso selten. Ja? Ja, da ist nix. Ich weiß ja auch nicht, was das Vieh jetzt anzieht, irgendwie. Also, wenn es jetzt mal zum Essen geht oder so. Ich meine, ob das jetzt irgendwie aufgeschreckt wird, wenn ich renne oder wenn ich meine Taschenlampe anhab oder... Keine Ahnung. Wenn ich Justin Bieber singe, das soll ich lieber nicht machen, glaube ich. Ich kenne auch keinen Song davon, abgesehen. Nicht, dass er jetzt irgendwie an der Männlichkeit zweifeln wollte oder so. Oh, fucking ey! Nope. Fehlanzeige. Ich weiß ja auch nicht, ob das immer an einem random Spot ist. Oder in irgendeinem von den Dingern drin sein kann. So teilweise erinnert mich der Sound auch so ein bisschen an das Silent Hill 1 Intro. Wisst ihr, dieses... Hat ein bisschen was davon. Was hast du jetzt davon? Ich wollte jetzt gerade sagen, dass dies...
will's nicht heraufbeschwören, aber ich hab so das Gefühl, dass die Spawns von diesem komischen Drecksvieh, dass die nicht random sind, sondern immer an vorgefertigten Stellen. Also die Jumpscares. Es spawnt wieder irgendwie von meiner Zwille wahrscheinlich gleich. Ist auch ein bisschen wie so ein exhibitionistisches Vieh, oder? Springt einem irgendwie aus dem Nichts nackt entgegen irgendwie und, ne? Widerlich. Ups. Kann man nicht mit dem rechten? Ja, schade. Boah, aber ich. Yeah, wo soll es sonst sein? Ich sprint mal hier durch, ist keine gute Idee, ich weiß, aber. Ich glaube, hier müssen wir auch wieder hin. Wenn wir hier versuchen zu entkommen, was ist das eigentlich? Achso. Nee, das. So, ich dachte gerade, es schwebt in der Luft, das Uri Geller oder so. Okay, hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Also noch ist Luft nach oben. Schauen wir mal hier rein. Ruhig, ruhig, ruhig. Oh, Scheiße! Holy balls! Okay. Das. Ah! War mir irgendwie klar, dass. Dass da was passieren muss, ey. Nicht umsonst ist da einfach so ein großer leerer Raum. Schäm dich. Nee. Das darf nicht wahr sein. Ruhe jetzt. Dankeschön. Hat einer wieder die Seife fallen lassen wahrscheinlich, ey. Ah, wieder so ein Raum! Noch. Ja, wir hängen direkt noch einen hinten dran, ey. Suck my ass! Oh, noch einer. Ich krieg die Zwille nicht mehr zu. Türen gehen anscheinend alle nicht auf. Ups. Gehen wir hier lang. Aber ich meine, ein Handy, ne? Das war eins. Das könnt ihr mir nicht erzählen. Außerdem, wir müssen jetzt quasi ein Objective in diesem großen Areal finden. Das kann ja nicht der Ernst von dem Game sein hier. Oder von der Map. Holy balls! Was ist das? Hört ihr das? Ich kann mich noch bewegen, aber irgendwie. Ja, das war's, glaube ich. Ich denke mal, dabei können wir es belassen. Das war The Rake. Back to, oder The Rape, glaube ich, war es in dem Fall eher. Back to Asylum. Ich muss sagen, mir hat das Game sehr gut gefallen. Jumpscares sind auf jeden Fall over the Zwille.
Und ich muss sagen, mir gefällt es auch besser als Slender. Denn erstens, wie gesagt, sind die Jumpscares um einiges besser. Die Sounds, also die Jumpscares, die neben diesem komischen Vieh, ich mache am besten mal Escape, bevor das Vieh nochmal irgendwie so einen Jumpscare bringt. Die Jumpscares außerhalb von diesem Vieh, was einen eben chased, sind Wahnsinn. Die Soundpalette ist großartig. Und ja, wie gesagt, all in all bin ich hier auf jeden Fall mehr begeistert als von den ganzen Maps von Slenderman Shadow.com. Ganz ehrlich. Ich freue mich auf jeden Fall auf die weiteren Maps, die Jungs rausbringen werden. Ein weiteres ist ja draußen, wie ich schon vorhin gezeigt habe, und zwar Hostel. Und ja, darum werde ich mich natürlich auch noch kümmern. Genauso wie in diesem Game mit Facecam. Darauf könnt ihr auf jeden Fall schon mal eure Perze verwenden. Und ja, dann würde ich uns allen sagen, dass wir uns da dann in alter Männlichkeit wiedersehen.